So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy X-2 in der HD Remastered Version. Und wir werden jetzt nach diesem geilen Konzert in der letzten Folge mal ganz doof mit Shinra reden. What have we here? Looks like a transmission, but it's pretty weak. What is? I'm getting signals from the comm sphere we dropped in that hole, but I can't seem to connect. Enough, little boy. Move aside. See, it connected. Verbindung steht, alles klar. Inconceivable! Impressive, Machina. An invention like this could change the world. Whoever came up with this is a genius. He's got good taste. Guess I'm a genius too for fixing it. Anybody home? Gipple! I don't think he can hear us. No response. Some genius. Newtie! If you're done playing, let's go. Chill out. Lost your nerve? Hey, we're talking about Vecnagon. How the heck do you fight that thing? We can't even walk up to it without freaking it out. Or making it mad. But I've got a plan. If it doesn't work? Death will be my apology. Whatever, man. When a Death Seeker dies, that's no apology. What about LeBlanc? Well, she... Ouch. Why did it cut off like that? Just when he was getting to the juicy bits! It's not my fault. What a piece of junk! Forget it, I'll go ask him myself. What about the Goldwings? I think that we should help out Nuge. But first, I want to try talking to Xu Yin. I have to tell him how Len felt. I'm sure he'll understand. How? We can't exactly make an appointment. We'll just have to jump into one of those holes. Together, this time. Dieses Mal, aber zu dritt. Roger! Gold Wings! We move out! Celsius! Full speed ahead! Ja! Alter! Das wusste ich ja gar nicht, dass das... Das Schiff so kann. Also, zumindest erinnere ich mich nicht dran, dass das so einen Kickstart machen kann. So ein Yeah, Arme hoch. Kapitel 4 abgeschlossen. Und damit starten wir ins fünfte Kapitel und auch meines Wissens nach letztes Kapitel. Erhält Monstergeschichten-Bonus. Natürlich wollen wir speichern. Wir speichern es da. Das heißt, wir sind bald durch mit dem Spiel. Ich tippe mal so ein Viertel des Spiels noch. Vielleicht. Shall we go check things out? I don't know if we have time. Well, let's play it by ear. Way to take control. Gold Wings! Round up! It's strategy time! So. Ja. Ne? Einmal rüber.
We know Vegna Gun is in the deepest reaches of the far plane. The only way in is to jump into one of those holes. Yeah, but which one? There's one in Besaid, one in Kilika, and one in Jose Temple. Don't forget the Calm Lands, the cave at the bottom of the gorge. And the hole that Vegna Gun opened up in the Bavel Underground. So, which one do we jump into? Who cares? We just pick a hole and dive! Yuna! You can decide which hole we pick. Ist doch scheißegal, in welches. Yuna, du entscheidest. Ich möchte das nicht entscheiden. So. Nur für diesen Müllpack. Erstmal wollte ich mal kurz gucken. Kreaturen. Dings. Geschichtsfibel. Gehen wir mal darauf. So, warte. Ich habe dass mein Meister schon längst übergegangen ist. Ohne meinen Meister gibt es keine. Was? Bring mich bitte im Magalania-Wald, dort wo ich. Okay, wir gehen mal kurz durch. Ne? Wisst ihr, wo mein Meister ist? Wir wurden vor 2 Jahren getrennt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich lebe nur um meinen Meister zu dienen. Ich muss ihn schnell finden. Unser kleines Städtchen lag zwischen einem mystischen, wie schönen Wald und einem Fluss, an dessen Ufer ganz wunderbare Blumen blühten. Doch eines Tages, dann war mein Meister plötzlich weg. Wir haben natürlich, wir haben natürlich Tag und Nacht nach ihm gesucht. Doch trotz aller Bemühungen konnten wir meinen Meister letztendlich nirgends finden. Mein Meister war wahrlich unser Retter. Zwischen meinem Stamm und den Menschen war viel Argwohn. Und es war mein Meister, der uns die Hand in Freundschaft reichte. Er wurde zu unserem Anführer und wies uns den richtigen Weg. Ich werde diese Welt in ihrer ursprünglichen Form zurückverwandeln und ich möchte, dass ihr mir dabei helft. Diese Worte sprach er oft, doch stets mit einem sehr traurigen Blick. Ja. Ich habe von den anderen Monstern gehört, dass mein Meister schon längst im Abyssum übergegangen ist. Ohne meinen Meister gibt es keinen Grund für mich in Spear zu verweilen. Shinra, bitte bring mich bitte in den Magalania-Wald. Dort, wo ich meinen Meister zum letzten Mal gesehen habe. Und wir lassen frei. Ja, der Magalania-Wald. Genau da, wo halt auch die Spyro-Masse war im ersten Teil. Beziehungsweise auch der Guado-Dings. Also, ganz ehrlich, ich ahne, dass sein Meister hier Dings war. Simo. Den wir ja in der
Dings in dem ersten Teil ja besiegt haben. Ja, siehst du? Da ist Simon. Dachte ich mir doch. Simon war der Meister. Und halt der Pudding war halt ich. War halt ein Diener von ihm. Ich bin am Leben. Ich habe von meinem Meister geträumt. War auch schön. Okay, also ihm ist so, als würde sein Meister, also Simon, noch irgendwo in Spira verweilen. Oha. Interessant. So, dann haben wir natürlich den Road Pudding. Eieiei. Wisst ihr was? Wir machen heute mal nur die Geschichten. Und in der nächsten Folge geht's mal weiter mit der Story. Weil irgendwie finde ich es interessant. Das Meer und der Wimmel erschrecken sich endlos vor mir. An meinen Füßen spüre ich den warmen Sand. Ich wuchs an genau einen solchen Strand auf. Mein Vater und mein Großvater hatten dort ebenfalls ihr ganzes Leben verbracht. Aber mir war das nicht genug. Welche unbekannten Welten warteten hinter dem Ozean auf mich? Als ich noch klein war, hatte mein Großvater von der Außenwelt geträumt und versucht, die Insel zu verlassen. Er sprang ins Wasser und kehrte nie wieder zu uns zurück. Das Meer hatte ihn bei sich behalten. Mein Vater versuchte, eine Rettungsmannschaft zu organisieren. Jedoch vergeblich. Wir Puddings konnten nicht schwimmen. 3 Jahre lang übten mein Vater Tag und Nacht und lernte zum Schwimmen. Er wollte sehen, was hinter dem Ozean lag. Doch eine Woche später fand ich am Strand ein paar Zähne. Sie waren alles, was von meinem Vater übrig geblieben war. Das Meerwasser löste uns Puddings nämlich in nichts auf. Shindra hat mich sehr gut trainiert. Ich kann jetzt das Meer durchschwimmen, ohne die Wellen oder das Salzwasser zu fürchten. Ich will den Traum meiner Vorfahren verwirklichen. Die Zeit ist gekommen, mein Vater und mein Großvater stolz zu machen. Dann lassen wir auch den Rotpudding frei. Ja, besät. Eindeutig besät. Ich bin ja mal gespannt. Ah. Ein Wasser und ein Donnerschleim. Ne, ein Eis und ein Donnerschleim. Und er ist halt ein Feuerschleim. Ach, die geheime Bucht da in Besaid. Boah, tu das nicht. Du löst dich doch auch nur auf. Erstmal kräftig aufwärmen. Erstmal gründlich aufwärmen als Feuerslime.
finde das cool gemacht mit den Geschichten. Weil, ne, man sagt ja, wir wissen ja aus dem ersten Teil von 10, also Final Fantasy 10, dass wir in der Hinsicht, dass die Monster ja früher Menschen waren. Durchquere den Ozean, um den alten Traum deines Clans zu erfüllen. Dein Vater und Großvater werden dich aus dem Abyssum anleiten. Kannst du nicht schwimmen? Endest du als weißer Leiche. Lass uns ruhig die Instruktionen. Oi. Nein. Scheiße. Das hätte ich schneller machen müssen. Gegen die Gene kommt man nicht an. Ich fühle mich verantwortlich, Sohn. Nochmal versuchen, komm. Einmal versuchen wir es jetzt noch. Ja. Komm. Komm. Zack. Nein! Scheiße, verklickt. Schade. Komm. Alle guten Dinge sind drei. Es muss hier tatsächlich ein bisschen auf Schnelligkeit gehen. Zack. Na, okay, das ging jetzt wirklich zu schnell. Okay, lassen wir das. Wir geben auf. Im Grunde müssen wir das auch nicht machen, tatsächlich. Das ist meines Wissens nach kein Teil der 100% oder so. So, ich glaube, für eine Story haben wir noch Zeit. Komm, wir nehmen den Schatzgardisten. Schatzgardist ist doch super. Zum Ende jetzt. Ich sollte ja ein Wächter von Yevon werden. Dazu muss ich die härtesten Prüfungen meistern. Ich kämpfte gegen viele Menschen und Monster und rang sie alle nieder. Vor 1000 Jahren hatte Yevon eine Trainingshalle, wo starke Monster wie ich trainiert wurden. Am Leben zu bleiben hieß, alle Prüfungen irgendwie zu überstehen. All die Illumina tauchten die Halle stets in helles Licht und wir sahen sie sogar in unseren Träumen. Illusionen werden jetzt zu Träumen und vermischen sich mit der Realität. Wir leben innerhalb der Träume und fragen uns, könntest du zur Schneide werden, die Welt in Trümmern legt? Würdest du es tun? Als ich zu einem Monster wurde, wurde ich zu dieser Schneide. Niemand konnte mir trotzen. Ich habe die Kraft, Menschen wie Monster zu zerteilen. Ich kämpfte weiter in dem Traum vom ewigen Licht. Zu spät bemerkte ich, wie sinnlos mein Handeln war. Eure Monster-Arena ruft schlimme Erinnerungen bei mir hervor an die Zeit endloser Kämpfe. Lasst mich frei. Ich möchte für niemanden mehr kämpfen müssen. Freilassen. Das ist ja bis Sendekind, ne?
Zum endlosen Kampf bestimmt. Sennekind-Wache hat die Monster-Arena betreten. Oh, okay. Also ist sie anscheinend tatsächlich bei der Monster-Arena hier unten mit drin jetzt. Finde ich witzig. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal weiter mit der ganzen Story-Geschichte machen. Also nicht Monster-Story, sondern richtige Story. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lars Kissan.